Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge den Kopf abgegeben von der Bestie. Hier in dem Saloon, in dem Pub, wie auch immer. Und haben dafür, nee, nicht dafür, glaube ich, aber wir haben eine ziemlich coole lilane Waffe bekommen. Und die werden wir jetzt mal ein bisschen aufpimpen. Wir gehen hier einmal zum Doktor. Müssen unsere Ausrüstung verbessern und dann nehmen wir hier mal die Waffe. Und dann können wir jetzt nämlich gleich mal schauen, weil ich wollte eigentlich einen Statuseffekt ändern. Ja, schließ mal bitte, danke. Und wir haben Sturmgewehr und das möchten wir nicht, deswegen können wir hier auf Variante tauschen. Taktisch ist dann so Salvenschuss und Standard ist Standard. Und ich hätte ganz gerne Standard. Und modifizieren können wir noch. Und zwar wollte ich hier oben den ganzen Spaß eigentlich ändern. So schlecht ist die Sache nicht, aber ich finde, wir hatten da vorher was Besseres drauf. Jetzt muss ich aber selber noch mal ganz kurz in mein Inventar gucken. Wir hatten ja die Waffe hier und da hatten wir Kugeln, die einen Gegner mit weniger als 50% Leben treffen, fliegen durch sie hindurch, treffen drei andere Gegner in einem Umkreis von 5 Metern und verursachen Verbrennung. Das ist halt eigentlich ziemlich geil und ansonsten haben wir noch Schüsse verursachen einen Verbrennungseffekt bei Gegnern. Wäre halt auch nicht schlecht. Wir haben hier das Nachladen verursacht Verbrennung bei Gegnern, die von dieser Waffe zuvor verwundet wurden. Vorausgesetzt, die Waffe wurde zwischendurch nicht gewechselt. Ach so, ja, dann steht da doch das Nachladen da. Da war ich, glaube ich, ein bisschen doof, was ich das letzte Mal gesagt habe. Kugeln. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Was machen wir denn am besten? Weil normalen Verbrennungseffekt ist cool, aber ich finde das oben auch nicht verkehrt. Ein Umkreis von ein paar Metern. Ach, ich bin mir unschlüssig. Verbrennungseffekt ist halt cool. Ich sag mal, wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier bei der, ich würde das mit dem Nachladen eigentlich lassen. Weil hier haben wir zwar okay, wenn Statuseffekt, aber das kommt nicht ganz so oft vor. Wir lassen das mit dem Nachladen und machen dafür aber entweder den Verbrennungseffekt drauf, obwohl wir das hier unten ja schon abgedeckt haben. Wir machen das heiße Blut mit drauf. Ich würde sagen, wir machen das so. Ausrüstung modifizieren. Achso, jetzt lass mich nochmal ganz kurz gucken, wie das Bild davon war, dass wir das schneller wiederfinden. Okay. Ja. Und es könnte war. Es war aber auch ein Rang 1, oder? Ich glaube, es war ein Rang 1. Ja. Dann müssen wir jetzt vorher was anderes erledigen. Und zwar ist es im Spiel so, wenn ihr einmal ein Ausrüstungsteil zerlegt, dann bekommt. So war es nicht gedacht. Wenn wir das hier zerlegen, dann bekommen wir sozusagen die Skills, die drauf sind. Das heißt, wir können die dann in Zukunft ausrüsten. Und somit kann man sich halt da alles schön zusammensammeln. Muss jetzt selber erstmal kurz überlegen, was wir am besten machen, aber lieber so, als dass wir uns hinterher ärgern. Und das hier war es, glaube ich, genau, heißes Blut. Und das können wir jetzt drauf machen und können das hier einmal modifizieren. Und die zweite Fähigkeit ist dann immer gesperrt. Also man kann wohl nur eine ändern. Zumindest aktuell. Vielleicht kommt da noch mehr oder was auch immer. Aber wir haben das jetzt hier drauf. Wir hätten hier natürlich nochmal generell ein bisschen rumgucken können. Vielleicht hätte es auch noch was Besseres gegeben. Aber ich will auch nicht so viel Zeit mit euch verschwenden. Und so finde ich es eigentlich ganz cool. Ne, weil jetzt haben wir eine recht starke Waffe. Wir machen mehr Gegner kaputt, sobald die nur noch halb so viel Leben haben. Und wir fügen allen Verbrennungen hinzu. Das ist schon cool. Dann würde ich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Inventar aufräumen. Machen das erstmal so. Müssen wir mal gucken. Wir hatten hier drauf Lavageschosse. Wenn die Fähigkeit endet, wird ein Waffenbonus gewährt. Hier war stärker, aber Hitzewelle. Ich lasse das mal noch da. Und hier hatten wir eigentlich diese coole Fähigkeit, genau, dass wir die Hitzewelle noch ein weiteres Mal nutzen können. Haben wir jetzt hier nicht drauf, aber wir haben verringert die Rüstung des Ziels 10 Sekunden lang um 30%, das heißt, macht die Lavageschosse nochmal um einiges stärker und jedes Mal, wenn dein Leben unter 30% fällt, erhältst du Schildpunkte. Ist halt eigentlich auch ziemlich cool. Wir belassen es dabei, wir können das hier zerlegen, wir können uns ja früher oder später immer noch die Fähigkeit auch mit hier drauf ziehen. Oh, wir haben eine coole Hose. Phaserstrahl. Reduziert die Abklingzeit der Fähigkeit um 30%, haben wir aber noch nicht die Fähigkeit. Zumindest wüsste ich es nicht. Lavageschosse, Überhitzung. Ich denke mal, das wird dann hier kommen. Jetzt nochmal kurz die beiden Bilder anschauen. Aber hier war kein Bild dazu, oder? Doch.
ist dann, das kommt später noch, der Schaden von Schrotflinten wird um 10% erhöht. Wir haben hier verzerrendes Feuer erhöht den Schaden der Fähigkeit um den Wert eines Lebensentzugs. Ja. Ich sag mal so. Prinzipiell bringen uns hier die Fähigkeiten noch nicht wirklich was, weil wir kämpfen weder mit Schrotflinten noch haben wir den Phaserstrahl. Aber die ist halt doch eine ganze Nummer stärker. Und wir können sie halt auch die Fähigkeit später noch ändern. Ich würde sie jetzt erstmal drauf lassen. So wie es ist, auch wenn es nicht ganz zum Bild passt. Obwohl, nee, komm, wir gehen nochmal schnell zum Zahedi. Wird auch gleich noch actionreicher. Wir gehen gleich wieder auf Questjagd. Aber das müssen wir halt auch zwischendurch immer mal machen. Und bisher haben wir es halt komplett außen vor gelassen. Ausrüstung modifizieren. So, der Phaserstrahl ist halt Mist. Könnten mal gucken, Hitzewelle. Hitzewelle. Die hat man halt bis jetzt drin. Könnten wir halt auch wieder drauf werfen, ne? Rang 2 haben wir noch fast gar nichts. Überhitzung erhöht den Schaden. Waffenschaden. Brandbombe. Ich guck bloß mal ganz schnell durch. Erhöht deine Anomaliekraft um 25%, während Lavageschosse aktiv ist. Verringert die Rüstung. Erhöht die Reichweite der Fähigkeit um 100%. Füllt jeden Gegner. Die Effizienz des Lebensentzugs wird erhöht. Verzehrendes Feuer. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Verzehrendes Feuer. Was ist denn das für eine? Das ist der Strahl, ne? Sag mal so, wir nehmen den ja größtenteils, um uns wieder Leben auf so einzuholen. Wir haben verzehrendes Feuer, Lavageschosse und das ist Hitzewelle, ne? Ja. Ja, ich sag mal, schadenstechnisch finde ich das Ding eh nicht so geil. Ich nutze die Fähigkeit größtenteils, halt wie gesagt, um wieder ein bisschen mehr Leben zu bekommen. Also könnten wir doch schauen, dass wir uns hier die Hitzewelle wieder drauf werfen. Würde ich einmal so machen. Dann haben wir das. Wir können auch prinzipiell mal gucken, ob wir hier Attribute erhöhen. Lebensentzug. Haben wir nämlich aktuell nur 2%. Was kostet denn das? 51 Splitter. Und Lebensentzug Waffe haben wir gerade mal 57. Nee, das ist mir ein bisschen zu teuer gerade. Wir halten es so, wie es ist. Können nochmal schnell reinschauen. Wir haben hier noch ein paar Pistolen. Nutze ich sowieso nicht. Ist aber ganz cool, wenn mal die Munition alle ist, weil die Pistolen halt unendlich Muni haben. Was war denn mit dem Helm jetzt hier? Wir hatten hier halt die coole Fähigkeit mit den Lavageschossen. Deswegen habe ich den erstmal behalten. So, wir haben es geschafft. Jetzt können wir die Trümmerzonen nach Seth durchsuchen. Oder wir gucken nochmal kurz nach der Quest hier. Dass wir die erstmal abschließen. Das würde ich ganz gern tun. Wir sollen wahrscheinlich einmal mit dem Truck fahren, dass wir die Quest machen mit dem Outrider und dann machen wir uns wieder an die Hauptquest ran. So, wir müssen los, bereitet den Truck vor. Wir sollen nach Trenchtown. Zumindest ist es hier angezeigt, aber verfügbare Mission steht selber nicht mit da, weil es hieß ja das Erbe des Outriders. Trümmerzone. Lass mich aber noch mal kurz gucken. Durchsuche den Steinbruch nach der Luke zum Outrider. Naja, wir haben sie ja aktiv und das Ding sagt uns, wir sollen dorthin. Also machen wir das auch. Nee, der Pfeil heißt, wir sind gerade hier, ne? Entschuldigung, ich bin schon wieder ein bisschen verwirrt, aber ich weiß halt auch nicht wohin, weil aktive Missionen haben wir bloß hier. Ist irgendwie mit den, hier, das Erbe des Outriders ist dieses Symbol. Jetzt find mal dieses Symbol hier auf der Karte. Hier hinten, ne? Nee, das ist ja überall so eins. Aber es steht ja da im Steinbruch. In Trenchtown sind wir gerade, genau. Denn dann können wir ja eigentlich nur zur Trümmerzone reisen, weil das ist das Einzige, wovon wir hier gerade aktuell hin sollen. Naja, wir reisen mal dahin. Wir gucken, ob das jetzt in der Nähe ist. Wenn nicht, dann machen wir doch die Quest mit Seth weiter, weil die war ja definitiv in der Trümmerzone. Was ist das? Flugzeug? Ich suche den Steinbruch nach der Luke. Aber es führt uns wieder hier hin. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ich mich zu dumm dafür anstelle.
Aber jetzt zeigt es wieder irgendwas anderes an. Ist egal, wir machen jetzt weiter mit der Quest, weil die ist auf jeden Fall hier. Richtig, und dann können wir weitergehen. Wir haben nicht genügend Munition. Ah, ich freue mich drauf, die neue Waffe auszuprobieren. Die alte hatte ja irgendwas in die 470 oder sowas in der Richtung. Jetzt sind wir bei 777. Ich glaube, das wird jetzt gleich nochmal ein echt großer Unterschied werden. Wir haben den Skill wieder drauf, dass wir die Hitzewelle doppelt benutzen können. Also was wollen wir denn mehr? Und endlich wird es mal ein bisschen lila Farben in unserem Inventar. So, wir haben hier wieder eine richtig beschissene Deckung. Eigentlich würde ich lieber hinter die Holzstapel. Dann sind wir halt relativ nah vorne. Cool. Wir fangen erstmal hier an, bis die uns das Ding hier weggeschossen haben und dann rücken wir vor. Hau uns mal die Lavageschosse drauf und ballern hier mal ordentlich los, aber das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt kommt zumindest erstmal keiner vorgeprescht. Na, wir sind überall im Visier. Au, 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 au. Wir sind zu weit weg. Nee, wir müssen doch mal hier hin. Hat wieder funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass uns jetzt keiner umrennt, dass ich erstmal den Sniper hier in Ruhe ausschalten kann. Passt. Aber eine coole Waffe, nehmen trotzdem die Sniper. Ach, ich wusste es. Aber die sind hier gerade alle halt schön weit entfernt. Deswegen wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Naja, komm. Wir wollen die neue Waffe mal probieren. Jetzt haben wir mal keine Lavageschosse drauf. Gucken einfach mal, wie viel das Ding wirklich so abzieht. Aber ganz ehrlich, das sieht doch verdammt gut aus. Ach Mist, wo kommen die denn her? Na, ein Glück haben wir eine gute Waffe. Schaut mal, wie die einfach nur umfallen. Geil. Wir haben ja gar keine Chance. Ich glaube halt, der Lebensentzug ist jetzt nicht ganz so hoch. Ich bin mir nicht sicher, aber die alte Waffe haben wir jetzt ja schon verschrottet. Ich hoffe mal, dass uns das nicht irgendwie noch... Oh, hier kommt ein Boss. Gott, das zieht da fast gar nichts ab. Könnte der mal wieder rausgucken, das wäre nett. Dankeschön. Ey, warum war da kein One-Hit? Jetzt? Jetzt müssen wir doch nochmal hier drauf. So, Lavageschosse drauf. Ach, und schaut euch das mal an. Dafür, dass es ein gepanzerter ist, ist das doch der absolute Hammer. Cool. Hat sich das Warten gelohnt. Hätte mich halt echt geärgert, wenn wir die alte Waffe schön aufgerüstet hätten und dann kriegen wir halt so ein geiles Ding. Hätte halt eine ganze Menge an Rüstungsteilen, also hier so an Verbesserungsteilen, Stoffleder, den ganzen Quatsch gekostet. Also hat sich's gelohnt. Irgendwie möchte ja keiner rausgucken, doch er jetzt. Oh Gott, wackelt doch nicht so. Danke. Ach, das Gewackel. Ach, ich hätte die Waffe nicht wechseln dürfen. Jetzt haben wir die Lavageschosse wieder verloren. Ich vergesse das immer. Aber so macht's doch Laune. Guck mal, die Gegner fangen alle an zu brennen, sobald wir draufballern. Und die haben einfach gar keine Chance. Mal gucken, wir sind dann bald Weltstufe 7. Dann wird's wahrscheinlich nicht mehr so schön. Einfach wie es gerade ist. Ach. Na, kommst du raus? Jetzt hammern. Und du da hinten? Und auch beide nochmal mit einem schönen One-Shot geholt.
Mit ihm habe ich nicht gerechnet. Komm hoch. Ja, und da haben wir es doch erledigt. Das war doch mein Klacks. Ich guck bloß noch mal eben kurz rum, ob wir hier irgendwo eine Truhe finden. Aber sieht gerade nicht danach aus. Hier oben geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Kommen wir hier runter? Ja. So ein lila Scharfschützengewehr wäre natürlich noch was, ne? Idealerweise so irgendwas mit Lebensentzug. Ich sag mal, so Statuseffekte auf einem Scharfschützengewehr, das bringt nicht viel, weil es sind meistens eh nur 2 Schuss. Und der Gegner ist tot. Mit denen habe ich gerade gar nicht gerechnet hier. Wir haben nochmal einen Captain. Wir sind ja schön komplett ohne irgendeine Deckung rein. Und jetzt wird es sogar gerade mal ein bisschen brenzlig. Wir brauchen Deckung. Wir brauchen unbedingt Deckung. Warum brennen wir denn jetzt? Wir sind doch der Typ, der Leute verbrennt. Ja, aber so wirklich viel zieht das nicht ab, ne? Wenn man guckt, 90 Schaden macht das. Also ganz grob gesagt, klar, Verbrennungseffekt. Aber wenn man mal überlegt, dass ein Schuss aus unserem Magazin, weiß ich nicht, so 30 bis 40 abzieht, ist halt wirklich eher so eine Fähigkeit für die ganzen Perforos und wie sie alle heißen, die in Scharen auf einen Angerrand kommen, beziehungsweise halt wirklich eher so Flächenschaden. So, aber hier leben immer noch welche. Mann! Er gerade Schaden reingeballert, ey. Wo ist denn der andere? Ist der da oben? Irgendwo soll gerade vor uns noch einer sein. Wie es scheint, ist diese Zone wohl nicht völlig verlassen. Das Gebiet ist noch immer stark verstrahlt. Trotzdem sind dort Plünderer und Rebellen unterwegs, um nach brauchbarem Schrott Ausschau zu halten. Ja, warum nicht? Wenn es denen das wert ist, etwas shiny zu sein, dann sollen sie das gerne tun. Ich sehe auf jeden Fall keine Kiste. Hier war bloß Munition. Weiß nicht, was hier noch kommt. Ah, sehr gut. Doch noch eine gefunden. Aber wieder nur grünen Stuff. Aber bringen halt alles. Bringt alles Stoff, Leder. Eisen, Schrott und was es alles so Schönes gibt. Also kein Grund, den Mist nicht mitzunehmen. Wird zwar keine weitere Kiste geben, aber ich möchte trotzdem immer mal noch ein bisschen gucken. Vielleicht findet man ja noch ein Sammelobjekt oder sowas in der Richtung. Aber sieht nicht stark danach aus. Okay. Passt, passt. Dann sind wir einmal alles abgelaufen. Oh, wo geht's denn hier lang? Ah, schaut mal, Eisen. Und noch eine Kiste. Na, und ein Sammelobjekt. Also da hat das Spiel jetzt wirklich mal belohnt. So, der erste Veränderte. Ich würde das mal vorlesen, weil das interessiert mich gerade einfach. Der erste Veränderte war der, den viele als den Rebellen kennen, der als erster die schrecklichen gottgleichen Kräfte zeigte, für die die Veränderten später bekannt und verehrt wurden. Der erste Veränderte hat den Verlauf des Krieges zwischen der ECA und den Rebellen für immer verändert, als er die meisten der höchsten Würdenträger der ECA, einschließlich Präsident Nyberg, abschlachtete. Seth wurde dafür berühmt, dass er den Angriff niederschlug, aber erst Jahre später besiegte er den ersten Veränderten bei einem Duell im Niemandsland. Es ist fraglich, ob der erste Veränderte seinen Sturz in die tiefe Schlucht überhaupt hätte überleben können, doch manche sind überzeugt, dass er tief im Gebiet der Rebellen noch am Leben ist und von dort ihre Streitmacht als oberster Befehlshaber anführt. Okay, also war Seth der erste Veränderte. Wenn mal was dabei ist, was mich wirklich interessiert, dann lese ich es auch mal vor. Ansonsten wisst ihr ja, ich mache mal Pause, dass ich das durchlesen kann, wer möchte. Aber das ist doch auch mal interessant zu wissen. Naja, da haben wir doch noch eine ganze Menge Eisen bekommen. Und noch eine Kiste.
Wenn jetzt hier noch was Cooles drin ist. Naja, zumindest blau. Eine bessere Waffe. Ist doch auch okay. Auch wenn es nur eine Pistole ist. Aber effektiv macht es ja unsere Waffenstärke hier oben auch besser. Und es gibt ja auch Skills, die irgendwie dann prozentual von der Waffenstärke noch Schaden machen. Deswegen ist das auch nicht verkehrt, die auszurüsten. Können mal gucken. Doppelte Power. Sehr schön. Naja, dann holen wir uns den Schlüssel, machen dann hier gleich weiter, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.